Weltbestmesse mit 20,65 Meter im Jahr. Sein portugiesischer Rekord steht bei 21,56 im letzten Jahr aufgestellt. Neunter der Obermeisterschaft von Berlin, Dritter der Obermeisterschaft von Amsterdam. Er geht das mal in Führung. Odain Richards ist der Nächste, der Mann aus Jamaika. Persönliche Bestleistung 21,96 in Rabat gestoßen im letzten Jahr. Dieses Jahr bisher 21,02. Ach, Entschuldigung, Bob, ich hab dich. Nein, sorry. Ah, it's a long day. Bob ist dran. Bob Bertemes, vorhin noch gratuliert. Der neue Rekordhalter von Luxemburg, meine Damen und Herren. 21 Meter im EM-Finale. Entschuldige, Bob. Rang 6 bei der Obermeisterschaft. Nummer 17 in der Welt im Ausblick. Schade. Ein ganz starkes Jahr bisher hergelegt. Der Bob und jetzt Richards oder Ian Richards aus Jamaika. Geht auf, ja? Dritter der Weltmeisterschaft 2015. Sechsmal jamaikanischer Meister. War schon mal in Bad Köstritz am Start, aber zum ersten Mal in Thun. Ryan Whiting. Der Mann aus den USA. Bestleistung 22,28. 2013 in Doha gestoßen, Jahr 2099. Vize-Weltmeister 2013. Zweimal Weltmeister. Olympia 9. von London. Die Führung. David Stoll. FC Lierska Leipzig. Jetzt dritte der EM von Berlin. Dreimal Europameister. 12, 15 und 16. Zweimal Weltmeister. Ja, alle. Ein Pfund drauf. Jetzt muss er nur noch halten. Mann. Da geht was. Schön zu wissen. Thomas Stombosch aus Neuseeland. 1,85 groß. 121 Kilo schwer. 22,67 in Auckland. Ende März in diesem Jahr. Aktueller Commonwealth-Sieger. Der amtierende Weltmeister. Der amtierende Hallenweltmeister. Die Führung. Zweiter Durchgang. Jan Josef. Sanko. Pfeilhoff-Bestleistung und Hallenbestleistung liegen bei ihm eng beieinander. 1949 zu 1928. In diesem Jahr 1923 bei der Meisterschaft. Danke. Ehrgeiziger junger Mann.
viele Jahre in den USA studiert. Jahresbestleistung 1945, ja? Glückwunsch, da könnt ihr euch mal klatschen. Glückwunsch, Jahresbestleistung. 45. Also noch ein Stückchen bis zur persönlichen Bestleistung. Dennis Lefke. 1964 in Halle. Nummer 82 in der Weltbestenliste. Der deutsche Meister der U23 von 2015. Ah, ich komme die Jungs langsam aus dem Pushen im zweiten Durchgang. Gut. Ja, 17,90. Ich dachte, noch ein bisschen weiter ist. Patti. Deine persönliche Bestleistung im Verein 1949 identisch mit der von Jan Josef Jörgschede. Aber er ist noch ein ganz junger Athlet. 22 Jahre. Das war bis jetzt der Job von Lars Riedel. Aber das hast du gut gemacht, mein Freund. Früher hätte man gesagt, Materialtest nicht bestanden. Chanko ist der Nächste. Bei der WM im letzten Jahr Rang 17, da waren es nur 20,08. Dies Jahr bei der EM 19 bis 20,33. Aber dies Jahr hat er noch nicht ganz so gezündet, der Chanko. Viermal Hallenmeister in Portugal, viermal Freiluftmeister, also achtmal portugiesischer Meister. Ja, nähert sich deiner Leistung von Berlin. Bob Bertemes. Der Mann aus Luxemburg, der viel in Deutschland trainiert, in Mannheim. Hallenrekord Luxemburg 2063, Freiluftrekord Luxemburg 21 Meter. Von ihm, von Bob Bertemes. Besser. Beim Aufschluss ein bisschen weiterarbeiten. Ja, du hast 20,12 Meter. Es geht langsam los, ja? Leute. Merkt ihr das? Ja, ich weiß. Aber du musst beim Landung links ein bisschen arbeiten mit rechts. Oder hinten, Richards. Geh nicht auf. Come on. Ja. Halbbestleistung 1993. Bob. 1985. Bob. Versuchst du beim Eingang? Ein bisschen, habe ich dir gesagt. Altmeister. Ja, so ein bisschen. Du musst nicht aufhören. 1,92 groß, 134 Kilo. Sehr guter Drehstoßer. US-Meister 2013. Viermal US-Hallenmeister. Unter anderem in diesem Jahr. So, Stolli ist dran, jetzt muss er den nur klar kriegen. Und alle! 15 Mal deutscher Meister!
Genau hingucken, genau hingucken. 21,62! Ah! Jahresbestleistung eingestellt! Hey, Johnny, komm! Johnny, einmal für Dicke, komm! Geht runter wie Öl! Das geht runter wie Öl! Thomas Walsh! Du! Du seid hier! Der Weltmeister! Ja, rückt der Dritte!